Verstöße ahnden, Mieterinnen und Mieter schützen. So ist der Wortlaut. Einreicher Fraktion Die Linke, Herr Scholbach darf als Einreicher beginnen. Und wie ich eingangs gesagt habe, danach in der Fraktionsrunde als erstes die AfD-Fraktion, Herr Vogel. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Gäste auf der Tribüne, ich freue mich sehr, dass Sie heute wiedergekommen sind. Ich denke, das ist eine gute Antwort auf die Ereignisse des gestrigen Tages. Deutschlandweit beklagen sich die Mieterinnen und Mieter massiv über die Geschäftspraktiken der Vonovia. Dieser Immobilienkonzern presst die Mieterinnen und Mieter aus wie eine Zitrone. Auch hier in Dresden gibt es eine Menge an Beschwerden. In unseren Bürgersprechstunden ist der Umgang der Vonovia mit den Mietern eines der am häufigsten genannten Probleme. Und wo wir auch hinkommen, es werden immer wieder dieselben Punkte beklagt. Systematisch vorgenommene, rechtlich fragwürdige Mieterhöhungen, die fehlerhafte Einordnung in höherwertige Wohnlagen, falsche Ausstattungsklasseneinordnungen und drastische Erhöhungen von Betriebskosten für wahlweise völlig überflüssige Maßnahmen oder Leistungen, bei denen die Frage steht, ob diese überhaupt erbracht wurden. Und wenn sich die Mieter dann darüber beschweren wollen, ein Anliegen haben oder einfach etwas klären möchten, hängen sie ewig in der Warteschleife eines sogenannten Callcenters oder sie bekommen völlig sinnlose Textbausteinantworten, die mit dem vorhandenen Problem gar nichts zu tun haben. Nicht selten werden die Betroffenen von der Vonovia einfach nur hingehalten oder schlicht für dumm verkauft. Und um es in aller Deutlichkeit zu sagen, derartige Geschäftspraktiken sind inakzeptabel und nicht hinnehmbar. Und angesichts des Umstandes, dass immer und immer wieder dieselben Probleme auftreten, steht der ernstzunehmende Verdacht im Raum, dass es sich hier nicht um bedauerliche Einzelfälle handelt, sondern um ein systematisches Vorgehen zum Nachteil der Mieterinnen und Mieter. Und deshalb wird es Zeit, dass diese Geschäftspraktiken endlich einer eingehenden Untersuchung unterzogen werden. Die Betroffenen, die stehen als einzelne kleine Mieter einem großen, finanzstarken Immobilienkonzern gegenüber und dürfen von der Stadt mit ihren Problemen nicht länger allein gelassen werden. Die Stadt Dresden hat die dazu erforderlichen Instrumente in der Hand. Diese Instrumente wurden vor einigen Jahren bereits erfolgreich eingesetzt, nämlich im Jahr 2011, als die Stadt die GAGFA verklagte. In der Sozialcharta, meine Damen und Herren, steht es schwarz auf weiß und gleich an vorderster Stelle. Ich zitiere: Der Erwerber verpflichtet sich, alle zugunsten der Mieter im geltenden Recht sowie in den Mietverträgen vorgesehenen Regelungen strikt einzuhalten und nicht zu unterlaufen. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, angesichts dessen, was uns die Mieterinnen und Mieter in den vergangenen Monaten berichtet und an Dokumenten vorgelegt haben, gibt es gewichtige Hinweise darauf, dass geltendes Recht in einer Vielzahl von Fällen verletzt wurde und verletzt wird. Diesem Treiben der Vonovia darf nicht länger tatenlos zugeschaut werden. Und deshalb schlagen wir von der Linken vor, unverzüglich eine vertiefte Überprüfung des Geschäftsgebarens der Vonovia zu veranlassen und für den Fall der Feststellung von Rechtsverletzungen unverzüglich auf deren Unterlassung hinzuwirken und rechtliche Schritte gegen den Wohnungskonzern einzuleiten. Zudem schlagen wir vor,
die durch die Sozialcharta geschützten Mieterinnen und Mieter sowie den Mieterverein in die vertiefte Überprüfung einzubeziehen und auf deren Erfahrungen und Erkenntnisse zurückzugreifen. Meine Damen und Herren, die Stadt Dresden hat im Jahr 2006 ihren kommunalen Wohnungsbestand vollständig privatisiert. Und deshalb trägt sie die Verantwortung dafür, dass die Einhaltung der Sozialcharta gründlich kontrolliert und etwaige Rechtsverletzungen konsequent verfolgt werden. Für uns von der Linken ist klar, die Stadt hat für ihre Bürgerinnen und Bürger da zu sein und ihnen dort, wo es nötig ist, zur Seite zu stehen. Und deshalb werbe ich für die Zustimmung, um unseren Antrag zur vertieften Überprüfung des Geschäftsgebarens der Vonovia. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. So, wir steigen jetzt ein in die Fraktionsrunde. Wie gesagt, Herr Vogel, und dann hatte die Bürgerfraktion ihr Rederecht abgetragen an die Frau Kropova, wenn ich es richtig mit, die ich danach bitten darf. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Bürger und liebe Gäste in diesem Hause. Wohl jeder in dieser Stadt kennt Vonovia, kein Wunder. Mit 38.300 Wohnungen, die das Aktienunternehmen mit Sitz in Bochum in der Landeshauptstadt Dresden sein eigen nennt, ist es der größte Wohnungseigentümer der Stadt bei einem Wohnungsbestand von über 299.000 Wohnungen, Stand 31.12.2017. In Dresden entspricht dies einem Anteil von 12,8%. Damit ist Vonovia der sogenannte Platzhirsch, sofern man nicht die Genossenschaften mit insgesamt 60.500 Wohnungen, die größte Wohnungsgenossenschaft ist die Aufbau Dresden mit 17.000 Wohnungen, zusammenfasst. Und wohl jeder hat in dieser Stadt eine Meinung zu Vonovia. Für Herrn Scholbach ist das Unternehmen ein Mietai. In der medialen Darstellung gilt das Unternehmen als umstritten. Aber das ist auch die Sportgemeinschaft Dynamo. Und beide gehören zu Dresden und mit all ihren positiven wie negativen Aspekten. Ja, das ist das Verschiedene, wie man es betrachten kann. Bevor wir über Vonovia urteilen, vielleicht noch einige Fakten aus dem ganz aktuellen Wohnungsmarktbericht 2018. Während bei den privaten Wohnungseigentümern ohne Vonovia der Wohnungsleerstand bei 9,5% liegt, beträgt er bei Vonovia nur 2,5%. Lediglich die Genossenschaften kommen auf eine Leerstandsquote von 1,9%. Die Durchschnittsmiete lag 2016 bei Vonovia bei 5,47 Euro pro Quadratmeter, bei den Wohnungsgenossenschaften bei 5,41 Euro. Also kein wesentlicher Unterschied. Sonstige private Vermieter lagen hingegen bei 6,33 Euro pro Quadratmeter. Vonovia errichtet gerade 83 neue Wohnungen und plant weitere Neubauten mit über 300 Wohnungen. Zum Vergleich, die Wohnungsgenossenschaften planen 420 neue Wohnungen und die Wohn in Dresden 620. Wirtschaftlich betrachtet leistet Vonovia also keine schlechte Arbeit und braucht den Vergleich von Kennzahlen mit anderen Vermietern nicht scheuen. Was ist nun dran an den Abzockevorwürfen, dass Vonovia rechtswidrig die Miete erhöhe und den Mietern überhöhte Betriebskosten in Rechnung stelle? Auch uns als AfD-Fraktion und auch mich in Bürgergesprächen in Löbtau bzw. auch in meinem Wahlkreis im Dresdner Westen erreichten zu der Thematik viele Anfragen. Dies veranlasste mich, eine Anfrage an den Oberbürgermeister zu formulieren, dessen Antwort als vertraulich eingestuft wurde und somit leider nicht zitierfähig ist. Den Tenor der Antwort des Oberbürgermeisters darf ich aber dennoch wiedergeben. Das ist eine rechtliche Sache zwischen den Mietern und Vonovia, nicht der Landeshauptstadt Dresden. Aber immerhin gibt es ja die Mietrechtsberatung.
Und die Landeshauptstadt Dresden befindet sich im ständigen Dialog mit Vonovia. Damit wären wir auch schon beim linken Antrag, der Anlass für diese Aktuelle Stunde ist. Wenn ich Ihren Antrag und den Beschlussvorschlag mit der mir vorliegenden Antwort des Oberbürgermeisters zusammenbringe, komme ich zu folgendem Ergebnis. Ihr Antrag sollte angenommen werden, fällt nicht oder nur sehr bedingt in den Zuständigkeitsbereich der Landeshauptstadt Dresden. Aber vielleicht nimmt die Verwaltung im Rahmen der Debatte zu ihren möglichen Handlungsoptionen nochmals ausführlich Stellung, worum ich regelrecht bitten würde. Diese Informationen würden die Stadträte für ihre Entscheidung sicherlich auch gerne berücksichtigen. Zum Abschluss noch etwas Grundsätzliches. Meinerseits. Der Verkauf der damaligen WOBA war richtig. Die Landeshauptstadt Dresden hat dadurch die Schulden und eine Handlungsfreiheit erlangt, die viele andere Projekte in dieser Stadt überhaupt erst ermöglicht haben und was von vielen im Zuge der Diskussionen um die Entwicklung des Dresdner Wohnungsmarktes immer gern vergessen wird. Dresden hatte nach der Abwanderungswelle in den 90er Jahren erst im Jahr 2003 wieder die Einwohnerzahl von 1990 erreicht. Dass in den vergangenen 10 Jahren dann weit über 50.000 Menschen quasi wie eine Stadt wie Görlitz in etwa hinzugekommen ist, ist eine Erfolgsgeschichte für Dresden, die selbstverständlich aber auch negative Auswirkungen für Mieter auf den Wohnungsmarkt hat. Vonovia hat im Rahmen des WOBA-Privatisierungsvertrags und der Sozialcharta klare Mieterschutzregeln vorgegeben. Diese sind auch ohne Abstriche einzuhalten und da gibt es auch gar nichts zu diskutieren. Und im eigenen Interesse sollte Vonovia auf die Mieter zugehen und die Vorwürfe aus der Welt schaffen. Dankeschön. Als nächstes darf ich jetzt Frau Kropova bitten an das Mikrofon und danach für die CDU Herr Flemming. Und für Sie auch der Hinweis, 5 Minuten Rederecht. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wir danken für die Möglichkeit, hier heute sprechen zu dürfen. Vorangestellt möchte ich ausführen, dass der Mieterverein gebeten wurde, einige Ausführungen zu tätigen. Allerdings sind wir als Verein politisch unabhängig und die Ausführungen, die wir machen werden, beziehen sich rein auf die Anwendung des Mietrechts. Etwaige moralische oder politische Notwendigkeiten bleiben dabei außer Acht. Zum Antrag unsererseits ist wie folgt auszuführen. Korrekt ist, dass die Vonovia im Jahr 2017 und 2018 zahlreiche Mieterhöhungsverlangen an ihre Mieter versandt hat. Grundsätzlich ist dazu auszuführen, dass Mieterhöhungen zur ortsüblichen Vergleichsmiete, insbesondere nach Inkrafttreten des qualifizierten Mietspiegels 2017, kein Vonovia-typisches Problem sind, sondern auch andere Groß- und Kleinvermieter die Möglichkeit wahrnehmen, nach den gesetzlichen Vorschriften Mieterhöhungen vorzunehmen. Auffällig war jedoch, bei den 2017 und 2018 zur Prüfung vorgelegten Mieterhöhungen der Vonovia, dass die darin genannte Wohnlage sehr häufig mindestens um eine Stufe nach oben von der Bewertung der zum damaligen Zeitpunkt geltenden Wohnlagenkarte abgewichen ist. Dies führte in der Regel dazu, dass sich eine deutlich höhere behauptete ortsübliche Vergleichsmiete ergab. Rechtlich richtig ist, dass die Wohnlagenkarte des Mietspiegels 17 lediglich eine Orientierungshilfe darstellte. Die konkreten Verhältnisse des Wohnumfeldes konnten im Einzelfall eine abweichende Einstufung rechtfertigen. Ferner ist auszuführen, dass das Mieterhöhungsverfahren nach den Paragraphen 558 fortfolgende BGB streng formalisiert ist. Eine Mieterhöhung tritt nicht per se in Kraft auf Verlangen des Vermieters, sondern der Mieterhöhung muss vom Mieter zugestimmt werden. Zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Mieterhöhung hat der Mieter ein mindestens zweimonatiges Prüfungsrecht. Nach Prüfung kann der Mieter bei Feststellung eines Fehlers und einer abweichenden ortsüblichen Vergleichsmiete dem Mieterhöhungsverlangen nicht
oder nur teilweise zustimmen. Die vom Mieterverein widersprochenen Mieterhöhungsverlangen wurden von der Vonovia teilweise zurückgenommen, teilweise wurde jedoch auf die Wohnlageneinstufung bestanden und Klage auf Zustimmung vom Amtsgericht Dresden erhoben. Laut der Statistik unserer Rechtsschutzversicherung ist festzustellen, dass 94% dieser Mieterhöhungsklagen der Vonovia von den Mietern gewonnen wurden. Weitere flächendeckenden Probleme konnten vom Mieterverein nicht festgestellt werden. In der Tat waren in seltenen Einzelfällen auch Merkmale der Ausstattungsklasse bzw. Wohnwertmerkmale fehlerhaft. Hierzu ist noch anzumerken, dass seitens der Stadt Dresden über die Vereinbarung mit dem Mieterverein zur Beratung von ALG II-Empfängern, im Jahr 17 und 18 lediglich 26 bzw. 22 Leistungsempfänger zum Mieterverein für Beratungen zu Mieterhöhungsverlangen gesandt wurden. Zum 01.01.2019 ist der neue qualifizierte Mietspiegel 19 der Stadt Dresden in Kraft getreten. In diesem Mietspiegel ist nun eine adressgenaue Wohnlagenkarte enthalten, sodass zukünftig Streitigkeiten um die Wohnlageneinstufung nur noch in Ausnahmefällen vorkommen werden. Hinsichtlich der Betriebskostenabrechnungen 2016 und 2017 der Vonovia ist aufgefallen, dass es teilweise zu deutlichen Steigerungen gekommen ist. Insbesondere bei den Winterdienst-, Hausmeister-, Hausreinigungs- und Außenanlagenpflegekosten kam es zu diesen Steigerungen. In Einzelfällen erfolgten diese sogar bis zu 800%. Hier sei insbesondere der Winterdienst genannt. Nach den Erklärungen der Vonovia lag die Ursache der Kostensteigerung insbesondere an der Umstellung von einer pauschalen, flächenunabhängigen zu einer konkreten und flächenbezogenen Abrechnung. Zusätzlich nannte die Vonovia die Witterungsbedingungen im Jahr 2016-17, welche im Vergleich zum Jahr 15-16 einen erhöhten Aufwand an Arbeiten erforderlich machten. Durch den Mieterverein Dresden wurden gegen sämtliche problematischen Abrechnungen, die uns vorgelegt wurden, Widerspruch eingelegt und insbesondere Belegeinsicht zum Nachweis der entstandenen Kosten und Kostensteigerungen gefordert. Grundsätzlich haben Mieter das Recht zur Überprüfung der eingestellten Kosten, Belegeinsicht in die Abrechnungsunterlagen zu nehmen. Dieses Recht umfasst nicht nur die Einsicht in die sämtlichen Rechnungen, sondern auch in Unterlagen, welche wiederum Grundlage für diese Rechnungen darstellen, wie zum Beispiel Verträge und Leistungsbeschreibungen, zum Beispiel des Hausmeisters. Die Vonovia hat auf Widersprüche gegen die Betriebskostenabrechnung bezüglich der Extremfälle bereits zum Teil reagiert und Reduzierungen vorgenommen bzw. zugesagt. Ein großes Problem ist in der Tat die Kommunikation mit der Vonovia. Die geforderten Belegeinsichten wurden über mehrere Monate nicht gewährt bzw. wurde gar nicht auf unsere Widersprüche reagiert. Von Seiten der Vonovia soll nunmehr die Belegeinsicht zeitnah und vollumfänglich erfolgen, sodass zu erwarten ist, in einem überschaubaren Zeitraum die streitigen Fälle abzuarbeiten. Derzeit ist allerdings für eine abschließende Beurteilung über die Rechtmäßigkeit der von der Vonovia eingestellten Kosten keine Aussage möglich. Die Vonovia hat bereits die von ihr vorgelegten Unterlagen beleiten sich auf viele tausende Seiten und es bedarf für eine aussagekräftige Beurteilung und Ausführung einer weiteren intensiven Prüfungszeit. Soweit die Belege nicht vollständig vorgelegt werden sollten, müssen wir unseren Mitgliedern dann eine Klage auf Belegeinsicht anraten, da vorerst außergerichtlich kein weiteres Tätigkeitswerden erfolgsversprechend ist. Selbstverständlich wird der Mieterverein in diesem Fall die Öffentlichkeit über den Verlauf informieren. Weiterhin sind neben den Kostensteigerungen in den Abrechnungen der Vonovia teilweise andere Probleme enthalten, insbesondere zur Umlagefähigkeit von sonstigen Betriebskosten, zur fehlerhaften Trennung der Brennstoffmenge für Warmwasser und Heizung sowie bezüglich eventueller Verstöße gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot. Abschließend möchten wir dazu
vortragen, dass die Probleme nicht flächendeckend sind und jeweils eine Einzelprüfung, insbesondere unter Berücksichtigung der einzelvertraglichen Regelung, durchgeführt werden muss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes die CDU-Fraktion, Herr Flemming. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste, vorab will ich sagen, dass auch wir die Sorgen und Beschwerden der Vonovia-Mieter ernst nehmen. Auch bei uns sind entsprechende E-Mails, ist entsprechender Schriftverkehr eingegangen. Aber was die linke Fraktion hier betreibt, ist ein regelrechtes Vonovia-Bashing. Nur um für sich einen politischen Vorteil zu generieren. Ja, scheinbar ist hier auf der linken Seite der Wahlkampf schon ausgebrochen. Aber meinen Sie wirklich, geehrte Kollegen von den Linken, dass die betroffenen Mieter das nicht durchschauen, welches Spiel hier auf ihrem Rücken ausgetragen wird? Sie argumentieren, Sie stellen dieses Unternehmen unter ein Generalverdacht, Sie zerren es regelrecht an den Pranger. Da wird Klassenkampfrhetorik betrieben vom Treiben der Vonovia, von bundesweiten Beschwerden, von dem Auspressen wie eine Zitrone. Wir haben es ja gerade gehört, dass die Erhöhungen in der Miete und auch in den Nebenkosten bei der Vonovia durchaus nicht über dem liegen, was die anderen Unternehmen auch für notwendig erachten, die anderen Unternehmen, die in der Immobilienbranche tätig sind. Aber für Sie hier links ist ja jedes Immobilienunternehmen mit mehr als 4 Wohnungen oder eines, was Sie nicht wieder verstaatlichen konnten, Immobilienhaie, Rafkes, hemmungslose Profitjäger, gierige Kapitalisten, das sind doch die Begriffe, die wir von Ihnen in diesem Zusammenhang ständig hören. Aber das Schlimmste ist, dass dieses demagogische Spiel auf Kosten eines wichtigen und ja durchaus seriösen Partners der Stadt ausgetragen wird. Wir haben die 10.000 Belegungsrechte bei der Vonovia, das funktioniert reibungslos. Die Sozialcharta wird eingehalten, die Vonovia saniert, steigt derzeit auch in den Neubau ein. Und deshalb ist das umso verwerflicher, was Sie hier betreiben. Und wir wollen den Betroffenen durchaus sagen, dass auch wir natürlich die Dinge ernst nehmen, die Sie vorbringen. Da ist wahrscheinlich auch nicht abzustreiten, dass es dort auch berechtigte Einwände gibt bei Nebenkostenerhöhungen oder auch bei Mieterhöhungen, wie wir es ja gerade auch vom Mieterverein hören konnten, aber doch überhaupt nicht flächendeckend und auch nicht systematisch. Und um die Vonovia zu kontrollieren in dem Rahmen, wie das für die Landeshauptstadt überhaupt möglich und erlaubt ist, sind ja die Kontrollinstanzen vorhanden. Dafür ist doch dieser linken Antrag, dieser Wahlkampfantrag überhaupt nicht nötig. Und dass diese Vergleichsinstanzen auch funktionieren, das zeigt doch beispielsweise der Vergleich, den die Stadt bei einem Verstoß im Jahr 2012 mit der Vonovia, der ja für die Vonovia durchaus sehr schmerzhaft war, den sie ziehen konnte. Daran sehen wir doch, dass diese Kontrollen auch funktionieren. Und die wichtigste Kontrollinstanz, Sie können sich melden, wenn Sie dran sind, und die wichtigste Kontrollinstanz ist dabei der Wohnbeirat. Und im Wohnbeirat, das muss man ja auch mal ganz deutlich sagen, ist die Sozialbürgermeisterin, die linken Fraktion stellt, ist die Vorsitzende des Wohnbeirates. Und in diesem Wohnbeirat wird mehrmals im Jahr berichtet über den Geschäftsbetrieb der Vonovia, über die Einhaltung der Sozialcharta und der Vereinbarungen, über den Umgang mit Beschwerden von Seiten der Betroffenen. Nur leider, wahrscheinlich für Sie auf der linken Seite, ist das halt nicht öffentlich und das kann man dann nicht so breitreden.
Und wenn dann flächendeckend systematische Mieterhöhungen, die rechtswidrig wären, oder Nebenkostenabrechnungen, wenn das aufgetaucht wäre, dann wäre das doch selbstverständlich von allen, die, und alle Fraktionen sind vertreten in diesem Wohnbeirat, wäre thematisiert worden. Zusätzlich gibt es jährlich Wirtschaftsprüfungen. Auch die achten bei dem Unternehmen darauf, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Und vielleicht noch ein Wort zu diesen Nebenkosten. Die Stadt hat überhaupt keine rechtliche Grundlage. In der Tat ist es so. Die Stadt hat keine rechtliche Grundlage, dort Einsicht zu nehmen. In der Tat ist es natürlich so, dass das privatrechtliche Angelegenheiten sind zwischen den Vertragspartnern. Und die Vertragspartner sind das Unternehmen und die Mieter. Also streuen Sie den Leuten hier nicht so viel Sand in die Augen, als ob sie hier Bäume für sie ausreißen könnten. Das ist, wie gesagt, ich erwähnte es schon, vorgezogener Wahlkampf. Und es ist ja auch nicht so, dass die Stadt nichts tun würde. Eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung war in Bochum und hat genau dort die Mieterhöhungen auch überprüft und die Nebenkostensystematik. Und es sind eben keine sozusagen rechtswidrige Systematiken und flächendeckenden Verstöße festgestellt worden. Und wie gesagt, wenn es dann Probleme für die Mieter gibt, das haben wir gerade gehört vom Mieterverein, dann gibt es die Wohnberatung der Stadt, an die Sie sich wenden können, selbstverständlich. Wir haben ja diese Vereinbarung mit dem Mieterverein und dann auch die Kostenübernahme bei Bedürftigkeit. Es gibt auch die Verbraucherzentrale, an die man sich wenden kann. Aber die Stadt ist hier nicht durchweg verpflichtet, hier Nebenkostenabrechnungen zu überprüfen. In dem Zusammenhang will ich mal auch erwähnen, in dem Punkt 3 Ihres Antrags, da steht drin, dass allen durch die Sozialcharta betroffenen Mietern der Vonovia Gelegenheit zur Äußerung zu geben ist. Na, stellen Sie sich das doch mal vor, die Vonovia hat 38.000 Wohnungen, circa 33%, ein bisschen mehr als ein Drittel davon sind noch Mietverträge, die von der Sozialcharta betroffen sind. Das heißt also, auf 2/3 der Mieter der Vonovia trifft dieser Antrag sowieso nicht zu. Und wenn wir nur mal diese 13.000 bis 15.000 Betroffenen nehmen würden, und da würden nur 5% vielleicht die Gelegenheit wahrnehmen, sich zu äußern, dann müssten wir ja nahezu 1.000 Anhörungen durchführen. Ja, wollen Sie denn den gesamten Bereich Wohnen hier bei Ihrer Sozialbürgermeisterin lahmlegen? Das ist doch vollkommener Nonsens. Das ist einfach nur Wahlkampf. Ich kann nur sagen, diese Bruskierung des Unternehmens durch Sie von den Linken ist einfach nur widerliche Demagogie. Sie arbeiten mit der Angst der Menschen und Sie schüren sie. Und das ist linke Politik, aber zum Glück ist es eben auch sehr durchsichtig. Nächstes sind Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schmelig dran. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne und im Livestream. Ich bin anfangs von Ingo Flemming ermahnt worden, hat gesagt, ich solle weniger polemisch sein. Na ja, Ingo, da hättest du vielleicht eben gerade auch bei dir selber anfangen können. Wenn auf der Tribüne heute Aktionäre der Vonovia sitzen würden, ich würde in zutiefst zufriedene Gesichter schauen. Ich würde in Gesichter schauen, die sich darüber freuen, dass im vergangenen Jahr der Aktienkurs um 20% gestiegen ist, bei einer Dividende von 4%. Ich würde in Gesichter schauen, die, wenn sie 2013 beim Börsengang der Vonovia bereits Aktien gekauft hätten, immerhin sich über bescheidene Gewinnzuwächse von 150% freuen könnten bei alljährlichen gleichbleibenden Dividenden. Dividendensteigerungen übrigens, die überwiegend zweistellig im Jahr waren. Oder wie es im Geschäftsbericht 2017 der Vonovia heißt, wir haben eine sehr positive Wertentwicklung unserer Immobilien. Der bereinigte NAV, das heißt im Grunde genommen der Wert pro Aktie gegenüber dem Vorjahr, ist um 25% gestiegen. Und dann ein anderer interessanter Satz, der mit unserem Thema heute eine Menge zu tun hat. Eine gesteigerte Effizienz und das Wachstum in unserem Value-Add-Business, was das ist, sage ich auch gleich, mit den wohnungsnahen Dienstleistungen führten dazu, dass der Gewinn um 21% auf 920 Millionen anstieg im letzten Jahr.
Vonovia bestätigte übrigens, dass sie für das Jahr 2018 erstmals die Milliarde als Gewinn geknackt haben. Nun, auf der Tribüne sitzen keine Aktionäre von Vonovia, sondern Mieter. Und diese Gesichter sind dann doch weniger zufrieden. Und lieber Herr Flemming, lieber Ingo Flemming, also hier geht es nicht um linke Polemik. Ich zitiere jetzt mal aus dem Spiegel vom 19.11.2018. In Deutschland vermietet niemand mehr Wohnungen als die Vonovia. Und vermutlich hat niemand so viele wütende Mieter. Kein Wunder. Der DAX-Konzern schröpft seine Kunden, wo er kann, und greift dabei zu zweifelhaften Methoden. Soweit der Spiegel-Zitat Ende. Wenn man sich dann mal anschaut, wodurch entsteht das eigentlich alles? Im Kaltmietenbereich hat es im letzten Jahr, und der letzte Geschäftsbericht ist von 2017, eine Steigerung gegeben von 1,6%. Hinzu kommen noch 2,5% für den Bereich der Modernisierung pro Quadratmeter. Aber dahinter verbirgt sich etwas ganz anderes. In den letzten Jahren hat die Vonovia ein neues Geschäftsmodell entwickelt. Man verdient nicht mehr primär an der Kaltmiete, sondern an den Nebenkosten. Mit folgenschweren Nachteilen für den Vermieter. Die Höhe der Nebenkosten können zwar theoretisch nachgewiesen werden, aber die Rechnungen stammen mittlerweile von eigenen Tochterfirmen. Da gibt es Belege der deutschen DGS, der Vonovia Technische Service Nord und Süd, der deutschen Multimedia Service GmbH, Vonovia Immobilien Service GmbH, Vonovia Wohnumfeld GmbH und so weiter. Es ist ein Gestrüpp von Undurchsichtigkeiten erwachsen, bei dem weder die Mieter noch die potenziellen Vertreter der Mieter, wie wir auch gerade gehört haben, durchblicken. Das beklagen allen Ortes, Mietervereine und Verbraucherzentralen. Es ist ein Kampf gegen die Windmühlen, wenn Vonovia erwischt wird, heißt es bedauerlicher Einzelfall. Wer aber, wie die Vonovia, die Arbeiten selber ausführt, profitiert, und das ist der Unterschied zu normalen Vermietern, die sehen zu, dass sie die Nebenkosten als durchgereichte Kosten niedrig halten. Bei der Vonovia ist es anders. Sie profitieren nämlich davon, von jeder ausgewechselten Haustürglühbirne. Seitdem die Töchter das Dienstleistungsgeschäft sich selber kümmern, sind auch in Dresden bei vielen Mietern die Nebenkosten explodiert. In einer Wohnanlage stiegen die Kosten für die Pflege der Außenanlagen um 70% pro Jahr. Ebenfalls in Dresden wurde der Winterdienst um 1.900% teurer. Die Kosten für den Hauswart erhöhten sich in 3 Jahren um 135%. Abgesehen davon, dass für die lokale Wirtschaft dies ein Schlag ins Kontor ist. Viele kleine Handwerksbetriebe, Herr Rink und andere, haben Aufträge verloren, die ganz gewichtig waren. Ist es so, dass das Prinzip gilt, die Vonovia bestellt, die Vonovia kassiert und der Mieter muss bezahlen. Dabei müsste es eigentlich sogar billiger werden, weil durch diese sogenannten Inhouse-Geschäfte sie sogar noch die Mehrwertsteuer sparen. Ein Unternehmen, das erheblich in den Lebensbereich von ca. 70.000 Dresdnerinnen und Dresdnern eingreift und teilweise schamlos ausbeutet, muss auf die Finger geschaut werden. Es ist deshalb gut, dass sich der Stadtrat heute damit beschäftigt. Ich weiß, dass der Instrumentenkasten nicht besonders ausgeprägt sind. Wir sind es aber den Mieterinnen und Mietern schuldig, dass wir uns darum kümmern. Schließlich war es dieser Stadtrat, der dafür Kommen gesorgt zum hat, Schluss. Dass auf der anderen Seite nicht ein städtisches Wohnungsbauunternehmen Ihnen gegenübersteht, sondern ein börsennotiertes Unternehmen, das mit allen Wassern gewaschen ist. Deshalb ist dieser Antrag nicht populistisch, sondern sinnvoll, notwendig im Interesse der Mieterinnen und Mieter. Vielen Dank. Als nächstes SPD-Fraktion, Herr Dreves. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Auch ich bin ein betroffener Vonovia-Mieter. Ich wohne seit 10 Jahren in einer Wohnung, die früher mal der WOBA gehört hat. Und seit die Vonovia diese Wohnung übernommen hat, habe auch ich erlebt, dass willkürlich scheinende Wohnlageneinschätzungen vorgenommen werden, dass die Steigerung von Nebenkostenabschlagszahlungen vorgenommen wird, obwohl es für das vergangene Jahr Rückzahlungen bei den Nebenkosten gab. Ja, Frau Malbe, ja.
Und dass es einen sprunghaften Anstieg bei den Kosten, bei den kalten Nebenkosten für die Dienstleistungen gab. Alles nach dem Motto der Vonovia: Vielleicht klappt es ja, der Großteil der Mieterinnen und Mieter wird sich wahrscheinlich nicht dagegen wehren und wir kommen mit dieser Praxis durch. Ich habe mich an vielen Stellen gegen diese Versuche der Vonovia bei meiner konkreten Wohnung gewehrt, muss da ehrlicherweise auch sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass in den Fällen, in denen tatsächlich Rechtswidrigkeit festgestellt werden konnte, das Unternehmen dann auch zurückgerudert hat, aber sie haben es eben erst mal probiert. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, meinen Fall für repräsentativ für die Vonovia oder für die Mieterinnen und Mieter dieser Stadt zu erklären. Aber auch bei uns sind viele, viele Indizien zusammengekommen aus Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern in dieser Stadt, die darauf schließen lassen, dass es eine Systematik hinter diesem Verhalten der Vonovia gibt. Und deswegen glaubt auch die SPD-Fraktion, dass es durchaus geraten ist, das Gebaren der Vonovia in Dresden zu kontrollieren. Denn auch nach dem Verkauf der WOBA haben wir weiterhin eine Verantwortung für die Mieterinnen und Mieter in dieser Stadt. Und da sollten wir vielleicht auch mal schauen, wer eigentlich im Aufsichtsrat der Vonovia sitzt. Das ist der Herr Sittel, der sich tatsächlich in dieser Frage bisher noch nicht als Vorkämpfer für die Interessen der Dresdner Mieterinnen und Mieter hervorgetan hat. Aber wir sollten auch nicht vergessen, das Grundübel dieser ganzen Frage ist und bleibt der Verkauf der WOBA 2006. Und da kann man sich's einfach machen und sich wie unser Oberbürgermeister auf dem Neujahrsempfang der FDP-Stadtratsfraktion hinstellen und alle, die diesen Verkauf kritisieren, als Träumer bezeichnen. Man kann aber auch mal klar benennen, dass die Zeche für diesen Verkauf am Ende die Mieterinnen und Mieter in Dresden bezahlt haben und bis heute bezahlen. Und man kann auch mal benennen, dass es uns Jahre an Kraftanstrengung kosten wird, wieder einen ausgeglichenen und bezahlbaren Wohnungsmarkt hinzubekommen. Und dass es mich nicht wundern würde, wenn uns dieser Versuch am Ende mehr Geld kostet, als uns der WOBA-Verkauf damals eingebracht hat. Und ich glaube, spätestens dann sind auch die letzten neoliberalen Träumereien von wegen der Markt regelt das besser als der Staat zu Ende. Und dieser Politik können wir nur ein Ende setzen, wenn wir am 26. Mai wieder eine sinnvolle Zusammensetzung dieses Stadtrates bekommen und weitere sinnvolle wohnungspolitische Instrumente in diesem Stadtrat umsetzen können, über die wir ja auch gleich in der nächsten Aktuellen Stunde noch miteinander sprechen. Und zum Abschluss der Aktuellen Stunde FDP-Freie Bürgerfraktion, Herr Fischer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine verehrten Damen und Herren im Saal. Höher, weiter, schneller. Diese Dreisatzrhythmik, die ist bei den Linken noch voll drin. Deshalb klingt der Antrag auch so: kontrollieren, ahnden, schützen. Klingt ganz schön nach Höchstleistung, naja. Aber die Prüfung des Geschäftsgebaren der Vonovia, das wird nicht so einfach sein. Die Situation der Mieter, die soll man im Auge haben, die soll man bestens beachten. Und die Einhaltung der Sozialcharta, Leute, wir haben den Wohnbeirat, das wird später nochmal deutlicher gesagt werden. Vor 13 Jahren gab es den Vertrag mit der GAGFA. Und diesen Namen sprach das linke Lager immer sehr kampfbetont aus. GAGFA, das klingt wie böse. Jetzt klingt der Name der Gesellschaft anders, Vonovia. Fast ein Wohlklang, wie schönes neues Wohnen. Das wahre Wohnen scheint aber weniger wonnig zu sein. Darüber sollte man tatsächlich öfter reden. Aber immer so, dass es den Mietern nicht noch mehr schadet. Ich glaube, wir sind gerade dabei, das zu tun. Ich bin kein Mieter bei Vonovia. Ich sehe im Dresdner Stadtverkehr enorm viele Firmenwagen mit deren Aufschrift. Die kümmern sich ja toll um ihre Immobilien, könnte man denken. Wäre da nicht das Schimpfen vieler Bürger in der Straßenbahn, bei Versammlungen und sogar bei privaten Feiern? Von überhöhten Abrechnungen ist die Rede, plötzliche und nicht nachvollziehbare Nebenkosten werden eingefordert. Mich persönlich ärgert das skrupellose Gebaren hinter den Häusern an der Grunauer Straße, in den lichtdurchfluteten Höfen, die unsere Vorfahren mühsam aus den Trümmern schufen.
Und wir haben vorgestern darüber gesprochen und darüber nachgedacht, dass dort jetzt die Wäscheplätze und Garagen verschwinden sollen, damit ein hoher Gewinn eingefahren wird. Nicht nur der Baulärm, auch die künftige Enge wird den Mietern die Seele einschnüren. Sozial wurde hier keinesfalls gedacht. Überall grummelt es. Den Betroffenen muss ein Podium geschaffen werden, wo diese Missstände aufgezeigt werden können. Wenn etwa heute Gäste dazu sprechen oder andere Bürgerversammlungen ermöglicht werden, das ist ein ehrlicher und guter Weg. Aber der folgende Antrag der Linken ist ein an Populismus kaum zu überbietender Antrag. Dadurch wird sogar der Wohnbeirat eigentlich diffamiert. Gerade deren Mitglieder kennen die Regeln und können auch kontrollieren. Frau Dr. Kaufmann macht das doch. Aber nein, Herr Schollbach schmettert in den Raum: Wir linken Politiker, wir retten euch doch alle. Wir wollen ja eigentlich die ganze Welt retten. Zwei große Schwachpunkte hat dieser linke Plan. Er kostet viel Geld. Durch die Hintertür werden ständig Quellen angebohrt, die wir keineswegs den Linken zu verdanken haben. Andere haben gespart, gewissenhaft und umsichtig. Zweiter Schwachpunkt: Wer in der Stadtverwaltung soll denn diesen Auftrag ausführen? Es gibt doch schon genug Gremien und Regeln, die auch angewendet werden können. Da wird wieder ein ganzer neuer Staat mit Aufgaben zugeschüttet. Wenn ihr das, liebe Linksfraktion, ernsthaft umsetzen wollt, dann brauchen wir am Ferdinandplatz einen 100 Meter hohen Turm, um alle Rathausbeschäftigten unterzubringen. Gegen Hochhäuser stemmt ihr euch vehement, aber tolle Luftschlösser versprecht ihr den Dresdnern. Weiter mit dieser Masche, der mündige Bürger hat euch längst durchschaut. Danke. So, damit wäre die Aktuelle Stunde beendet. Wir kommen dann zum dazugehörigen Sachantrag.